Hallo, willkommen bei einem neuen Vlog. Es ist Freitag und ich hatte euch eigentlich vorhin schon mitgenommen, weil wir einkaufen waren und Pizza gemacht haben. Aber meine Kamera hat sich dafür entschieden, das nicht aufzunehmen. Deswegen beginnen wir einfach jetzt hier. Ich habe mir so ein bisschen zum Projekt genommen, die Wohnung einfach ein bisschen wohnlicher noch zu machen. Kennt ihr das, wenn man so viel Stress hat, dass man das immer weiter und weiter wegschiebt und aber eigentlich das voll eines der wichtigsten Sachen ist, dass man sich irgendwie zu Hause auch wohlfühlt? Ja, das habe ich jetzt jedenfalls mir als Projekt genommen und habe mir überlegt, dass ich im Wohnzimmer, da haben wir eine Couch, die zeige ich euch jetzt mal, die ist übrigens von Impression und in der Infobox verlinkt. Und die Palmkissen, die ihr immer seht, die sind von H&M Home. Ich werde euch versuchen, irgendwie ähnliche noch in die Infobox zu verlinken, denn die habe ich jetzt schon wirklich eine Weile und ich glaube, die gibt es bestimmt nicht mehr. Und darüber war es irgendwie so kahl. Ich habe mir jetzt also überlegt, dass ich eine Bilderleiste über das Sofa anbringe. Und die Bilderleiste steht jetzt. Und dann habe ich 4 Rahmen gekauft bei IKEA. Dann habe ich mir eine Präsentation angefertigt und habe mit verschiedensten Bildern und Formen und Größen rumgespielt. Und in der Praxis habe ich jetzt zumindest schon mal 2 von 4 Bildern. 2 müssen noch ankommen, aber ich beginne jetzt schon mal und zeige euch mal, wie es bis jetzt aussieht. Sind von Unique und da, wo das noch fehlt, das sind 2 Poster von wall-art.de, aber die dauern ein wenig länger leider, deswegen ist das heute alles, was ihr kriegt und was ich kriege. Mich um dieses Pflänzchen hier. Das haben wir nämlich neu und das muss jetzt eingepflanzt werden. Also machen wir das jetzt mal. Mein Pflänzchen steht jetzt auch und ich habe jetzt gerade angefangen, so ein bisschen Kisten zu sortieren und bin auf eine Speicherkarte gestoßen, die eigentlich relativ kaputt war und wo irgendwie Dateien einfach verschwunden sind. Aber genau auf dieser Karte habe ich gerade endlich meine Dateien gefunden von meinem Friseurbesuch. Und weil mich so viele von euch fragen, wie es zu dieser Frisur gekommen ist und zu der Haarfarbe und wo ich war und sowieso und überhaupt, dachte ich, ich zeige euch jetzt einfach mal die Clips. Also kommt mit mir ein paar Monate zurück zum Kudamm, zu Aveda. Und ich mache so lange das Bad sauber. Ich bin heute zu Aveda, da war ich schon mal. Und gehe nicht zu dem Friseur, wo ich vorher war, weil der sich leider nicht meldet und keine Zeit hat. Und deswegen ist das ganze Projekt Extensions gerade so ein bisschen schwierig. Meine Haare wachsen auch super schnell nach und die rutschen einfach super schnell runter und sehen nicht mehr schön aus und jucken. Und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt rauskommen und was Kürzeres werden. So sehen die Haare jetzt aus ohne Extensions. Die sind doch schon relativ lang geworden. Krass, oder? Also wenn die jetzt alle auf der Länge wären. Aber wie ihr seht, sieht das ein bisschen zu strukturiert aus, deswegen fangen wir jetzt ordentlich was ab. Also, das ist der Zwischenstand, das ist der Schnitt, ja, sehr kurz. Und jetzt wird es noch ein bisschen heller mit Balayage und so ein paar Highlights und Akzenten. Weiterer Zwischenstand, jetzt ist gerade 6%iges Bleichmittel in meinen Haaren. Das sieht ein bisschen crazy aus. Mal gucken, wie es danach aussieht. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen kühler gemacht. So, so sieht das Ergebnis aus. Wow, mir ist so warm geworden beim Bad sauber machen. Ich muss erstmal meinen Pulli ausziehen und meine Haare hochmachen.
Aber ich bin jetzt fertig. Das Bad ist blitzeblank. Jetzt haben wir hier gerade noch im Wohnzimmer ein bisschen die Regale ausgeräumt, aufgeräumt, geputzt. Jetzt habe ich aber mega Hunger. Es ist 9:30, deswegen gibt es erstmal ein schnelles Abendbrot. Und dann geht's weiter. Wie gefallen euch eigentlich meine neuen Haare? Und falls ich mal wieder zum Friseur gehe, auch wenn es nur zum Nachschnitt oder so ist, möchtet ihr trotzdem ein komplettes Video nochmal drüber? Also immer komplette Videos drüber oder in Vlogs oder gar nicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hatte so einen Hunger, dass ich vergessen habe, euch zu zeigen, was wir gegessen haben. Aber es war nur Brot und Aufschnitt, Aufstrich und Gemüse. Und jetzt hatte ich so Lust, das will ich seitdem ich aus London wiedergekommen bin machen. Harry Potter gucken. Aber auf Englisch. Und es ist gar nicht so einfach, das zu verstehen. Da ist er, der Kleine. Und guck mal meine schöne Aussicht an. Und ich habe vorhin die Bestätigung bekommen, dass die zwei anderen Plakate auch versandt wurden. Das heißt, Jana schreibt mir gerade, das heißt, dass ich bald die anderen beiden auch einrahmen kann. Und dann ist die Bilderleiste fertig. Oh mein Gott. Wow. Was ist da los? Okay, Jana möchte mit mir in den Urlaub. Da bin ich dabei. Okay, Leute, ich glaube, jetzt wurde hier gerade eine Kerze angezündet. Es wird auf jeden Fall gemütlich werden und ich bin mega müde. Aber die ganze Wohnung ist so gut wie fertig. Morgen früh müssen wir doch den ganzen Müll von heute rausbringen. Und dann ist die Wohnung picobello top. Denn morgen kommen Freunde von uns morgens und abends auch. Und deswegen muss die Wohnung richtig schön aufgeräumt sein. Aber das ist jetzt auch. Damit sage ich auf jeden Fall gute Nacht und bis nächste Woche. Wunderschöner Anblick, oder? Guten Morgen. Ich habe gestern Abend ganz spontan entschieden, dass ich meine Eltern besuchen gehe. Ich war nämlich schon voll lange nicht mehr zu Hause und habe jetzt gerade eben die Zeit, habe auch gut vorgearbeitet und kann meinen Laptop mitnehmen und da alles weitermachen. Deswegen habe ich gedacht, komm, fährst du nach Hause. Aber damit ist der Tag heute natürlich unglaublich stressig. Ich bin also sehr früh aufgestanden, habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und dann fahren wir zusammen nach Hause. Zunächst einmal muss ich packen. So, da bist du ja. Mein treuer Freund und Helfer seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Hello, von Primark übrigens. Okay, dann nehmen wir dich mal mit. Let's go. So, ich habe kurz meine Blümchen gegossen. Und ich hoffe, dass es denen gut geht, solange wir weg sind. Und jetzt geht's an die Schminke. So, ich bin mittlerweile an meinem Schminktisch. Und jetzt werde ich meine kleine Kosmetiktasche packen für zu Hause. Ich nehme einfach so mein Everyday-Make-up mit, falls ich mich schminken sollte. Darf nicht fehlen und ist fast leer. Mein Fixing Spray, Foundation, Fluid Sheer. Noch keinen Lippenstift aufgetragen. East End Snob von Rimmel Lip Liner. Dann natürlich NARS Raquel. Liebe ich die Farbe. Und dann trage ich im Moment gerne Lipgloss. Mhm. Und da benutze ich von NYX den Buttergloss in Creme Brûlée. Dann Creme Contour, Creme Bronzer, Creme Rouge. Natürlich den Beauty Blender, den werde ich aber gleich nochmal waschen und auch den Expert Face Brush, Augenbrauengel, Mascara, Corrector und Concealer, Augenbrauengel, Augenbrauenpinsel. Ich glaube, ich nehme hier die Coco Blend Palette mit von Sueva. Einen Shader, einen Blender und so einen abgeschrägten Pinsel und meine Tweezerman Wimpernzange. Ich liebe sie. Und das war's. Ich habe kurz die Haare angeföhnt und jetzt packe ich noch meinen Skincare-Produkt ein. Deo, Serum, Cleansing Oil, Lichtschutzfaktor und Tagescreme. Und für nachts nehme ich mir jetzt für die kurze Zeit so eine Barbour-Ampulle mit oder zwei und benutze sie abends. So, und jetzt bin ich fertig mit Packen und jetzt muss ich noch ein Video für euch filmen. Und danach gibt es, glaube ich, Mittag. So, ich habe mich jetzt umgezogen und ich mache jetzt gerade mein Mikro an und meine Kamera an und dann mache ich noch ein Licht an. Einen Moment, das könnt ihr mal sehen, dass das einen Unterschied macht. Ohne Licht, mit Licht. Okay, ich bin soweit fertig und jetzt
habe ich ja gesagt, dass wir Mittag essen wollen. Deswegen habe ich jetzt gerade schon mal Wasser aufgesetzt. Es gibt Pasta mit Hummus, Soße und Blumenkohl. So ein bisschen geräuchert, hoffentlich. Und habe jetzt das Wasser aufgesetzt und werde jetzt kurz so ein bisschen das Bad sauber machen, weil ich möchte nicht, dass wir wiederkommen und es nicht so sauber ist. Okay, ich fange an mit der Dusche. Das ist natürlich das beste Oberteil zum Bad sauber machen, ne? Ready? Bad sauber. Ab in die Küche. Wir sind in der Küche angekommen und ich mache, wie gesagt, Pasta. Ich habe euch die auch im letzten Food Haul gezeigt. Und zwar diese hier. Von Lidl. Glutenfrei Fusilli. Habe jetzt den Blumenkohl damit reingegeben. Ich habe noch ein bisschen Zitronensaft dazu getan. Ich hätte es auch von der frischen nehmen können, aber ich wollte die jetzt nicht anbrechen. Und das jetzt vermischen und dann auftun. Da habe ich natürlich schon angefangen zu essen, weil ich so einen Hunger hatte. Aber es sieht auch nicht spektakulär aus. Einfach die Hummusnudeln sozusagen mit Zitrone und ein bisschen Knobi-Pfeffer. Und dann der Blumenkohl aufgegessen. Jetzt Küche putzen, Koffer ins Auto bringen, so lange arbeiten, bis es losgeht. Update aus dem Auto, wie ihr seht. Ich habe alles soweit fertig gehabt, nur noch tausendmal zurück in die Wohnung gerannt. Kennt ihr das? Man hat eigentlich alles gepackt und dann vergisst man doch wieder die Hälfte. Ich habe meinen Freund abgeholt und der Birte und ich bin das Soundsystem. Angekommen und ja, ein bisschen gegessen, ganz viel gequatscht, ein bisschen Olympia geguckt und jetzt müssen wir alle schlafen gehen. Also gute Nacht. Good morning. Ich bin aufgewacht, habe Yoga gemacht, gefrühstückt und ein Video nochmal hochladen müssen und jetzt bin ich auf dem Weg und treffe meine beste Freundin Luise, die ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt. Und wir gehen wahrscheinlich jetzt ein Kaffee und trinken. So, wir sind jetzt bei einem Kaffee angekommen und guckt mal, wer da ist. Luise, kennt ihr schon wahrscheinlich. Und wir trinken jetzt eine Heißschokolade und einen Eiskaffee und quatschen ein bisschen. Und dann Mutti leider arbeiten, die blöde Kuh. Aber es ist okay. So, ich bin wieder zu Hause und jetzt ist hier Klavierstunde und danach Geschenkübergabe für den Kleinen. Nicht lunzen! Nachdem wir jetzt erfolgreich gegessen haben, spielen wir jetzt erfolgreich das neue Spiel Labyrinth Star Wars. Ich habe auch schon
eine Bildkarte aufgedeckt. Es heißt Star Wars Labyrinth. Es heißt Star Wars Labyrinth. So, wie ihr seht, Wohnzimmer ist leer. Ich bin abgeschminkt, das heißt, es geht ins Bett. Fernseher aus. Und gute Nacht. Good morning. Machen wir kurz die Musik leise. Ich bin zurück in Berlino, wie man sehen kann. Und heute kommt meine liebste Jana mich besuchen nach Berlin. Das erste Mal in meiner neuen Wohnung. Ich hoffe, ihr gefällt's. Und wir gehen heute auch zusammen auf ein Event von You. Und abends wahrscheinlich dann Sushi essen, weil ich ihr meinen liebsten Sushi-Place gezeigt habe und sie ist jetzt total süchtig danach. So, ich bin gerade im Gebäude angekommen. Mal gucken, ob wir die Mädels finden. Hallo! Jetzt angekommen und... Ich bin einfach mal überall und immer überall wir sind hier an der Location angekommen. Es ist richtig schön. Voll industrial. Die Mädels sind auch schon da. Und ich denke mal, das Programm. Also eher geschönt. Das wird halt die Kollektion von Wii U übrigens. Ja, stimmt. Da ist übrigens mit. Janina Usa, die da auch gerade rumläuft. Casual. Casual. So, wir sitzen jetzt hier am Tisch und Spiele und so weiter. Und werden jetzt alles ausprobieren. Und die Janina Usa, die ist das Gesicht der Kampagne. Und an ihr wird jetzt so ein paar Sachen gespielt. Das passt natürlich auch immer den Nagel. Du hast dann auch der Lidschatten dazu. Und was im Fokus heute ist, was ja auch Janinas Geldwerk ist, ne? Ist unser Multicolor Powder Brush. Gerade das hier wegmachen, das ist so ein Color Biggie, aber wie ihr seht, geht nicht weg. Also mit Gewalt. Long lasting. Früher in der Malstunde. Und wir Mädels, wo sind sie? Da? Haben uns noch überlegt, dass wir zu Wonder Waffle gehen. Wir sind jetzt also nach Kreuzberg gefahren. Die haben den weiten Weg auf uns genommen. Wir werden jetzt überfahren, oh Gott. Und essen jetzt ein kleines Waffelchen vielleicht. Wir sind jetzt mal wieder beim Essen und zwar bei Miyabi, wie versprochen, meinem Lieblings-Sushi-Laden, auch der neue Lieblings-Sushi-Laden von Jana, deswegen mussten wir hier hin, haben alle anderen auch mitgeschleppt und das habe ich bestellt. Wie immer Spicy Tuna, aber diesmal irgendwie mit Frischkäse, mal zur Abwechslung, und frittierte Rollen und eine Wassermelonen-Limonade-Eistee, auch sehr lecker und was sagen Sie dazu? Wie ihr seht, sind wir jetzt wieder zu Hause. Das heißt wieder. Du bist das erste Mal hier. Ja. Wie gefällt es dir? Wunderschön hier. Das freut mich. Seevoll. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr allzu viel machen. Wahrscheinlich noch ein bisschen quatschen. Und ich habe Jana schon ihr Lager aufgebaut für die Nacht. Und dann werden wir uns in die Träume begeben. Und morgen musst du schon wieder fliegen.
Also gute Nacht und bis nächste Woche. Tschüss. Guten Morgen! Es ist Samstag, der letzte Samstag in diesem Monat und es ist endlich wieder schönes Wetter. Ich kann es kaum glauben. Gestern war schon richtig, richtig gutes Wetter. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute an den See fahren. Das war den ganzen Tag. Das heißt, schnell frühstücken und dann geht's ab an den Müggelsee. Nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber wir sind am Müggelsee schon einige Stunden und es ist richtig, richtig schön hier. Wenn man reinkommt, erinnert mich das so ein bisschen an einen Strand bei Lissabon, wo wir letztes Jahr waren. Man kann hier essen und trinken, der Eintritt war sogar frei. Es ist übrigens so heiß, dass meine Zeitschrift kaputt gegangen ist. So, könnt ihr das sehen? Das, ja. Ist einfach zu heiß. Und jetzt gibt es noch ein Solero, aber nicht Solero, aber auf jeden Fall Orangeneis und innen drin Vanille. Lecker. Es ist so heiß. Das tut echt gut. So, ich bin wieder zu Hause und ich bin richtig knülle. Kennt ihr das? Den ganzen Tag am Strand liegen und eigentlich macht man gar nichts und ist total knülle. Ja, so geht es mir auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch eingekauft und essen jetzt Abendbrot. Ich habe gerade frisch geduscht, weil ich ganz schön viel Sand an mir hatte. Abendbrot jetzt noch und dann geht's gleich schlafen. Ich zeige euch mal, was es gibt. Und zwar gibt es einen Salat mit gegrillten Maiskolben und Feigen. Guten! Ich habe fertig gegessen. Es war so, so lecker und die Feigen haben so gut geschmeckt. Da hatten wir echt Glück. Manchmal hat man welche, die irgendwie nach gar nichts schmecken. Wie ihr hört, habe ich auch meine Schiene drin. Einige von euch wollten da irgendwie mal eine Review oder ein Update oder so zu haben. Aber ich denke mir, es lohnt sich nicht, etwas darüber zu sagen, bevor es nicht fertig ist, also vorbei ist und ich sagen kann, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Im Moment tut es aber ziemlich weh. Aber ich hatte einen wunderschönen Tag, super entspannt und auch der Monat an sich war richtig cool und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, beim Video mit dabei zu sein. Würde ich sagen, bis zum nächsten Monat. Bis dann, ich bin super müde, also gute Nacht.